Als wir den Gebetsweg gebaut haben, hat mich einer, der mitgeholfen hat, nach einem Gleichnis gefragt, nach dem Inhalt des Gleichnisses. Und zwar geht es dort um die anvertrauten Talente und es ist ein sperriges Gleichnis. Man liest es nicht gern und es ist irgendwie wie unrund. Jesus predigt und heilt und liebt die Menschen und berührt sie und tut ihnen Gutes. Und dann kommt immer wieder mal so ein Störfeuer, so etwas wie Gewalttätiges. Es passt irgendwie nicht rein. Und dann sagt er, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und es wird Streit geben und Ärger. Und dann predigt er wieder von der Liebe. Und wir bringen das wie nicht zusammen manchmal. Und das Gleichnis, um das es heute geht, ist so ein sperriges, vielleicht sogar gewalttätiges. Wenn wir es lesen, auf uns wirken lassen, ist es wie, wenn es uns Gewalt antun würde und wir denken, ich will das nicht wissen und ich will es nicht hören. Um das Gleichnis besser zu verstehen, ist es wichtig, dass wir das historische Umfeld kennen. Manche Gleichnisse versteht man besser. Es gibt nicht viele Gleichnisse, die voll ins historische Umfeld eingebettet sind, aber dieses Gleichnis können wir letztendlich nur verstehen, wenn wir das historische Umfeld eben kennen. Herodes der Große, er war König, von Rom eingesetzt über die eroberten Teile von Israel, die einzelnen Judäa, keine Ahnung, Galiläa war er noch als König eingesetzt von Rom. Rom hat ja Israel erobert und er war eingesetzt als König und er ist gestorben kurz nach der Geburt von Jesus. Er war auch für den Kindermord zuständig, verantwortlich, Herodes der Große. Und Herodes war gestorben und jetzt wurden seine Söhne als Könige eingesetzt. Seine drei Söhne sollten das, was er alleine beherrscht hat, aufteilen und dann verwalten. Das war Antipas, Philippus und Archelaus. Und wie das so üblich ist, und jetzt sind wir am Kernpunkt auch, das werden wir nachher im Gleichnis sehen, wie das so üblich ist, mussten diese drei Könige nach Rom reisen und sich ihr Königreich bestätigen lassen. Die gingen also nach Rom und dort wurden sie als König eingesetzt von Kaiser Augustus und kamen zurück nach, je nachdem, Judäa oder Galiläa und haben gesagt, wir sind jetzt, oder ich bin König von Judäa, ordentlich eingesetzt von Augustus, vom Kaiser in Rom. Und Archelaus, einer dieser drei, der war nicht so besonders beliebt. Und während er in Rom war, beim Kaiser, kam eine Gesandtschaft von Israel und die wurde beim Kaiser Augustus vorstellig und die haben gesagt, wir wollen diesen Archelaus nicht als König. Wir wollen den nicht, wir wollen den nicht. Aber Augustus hat sich nicht breitschlagen lassen und er hat gesagt, ihr werdet keinen anderen König bekommen als Archelaus. Und Archelaus war zur selben Zeit in Rom und ist dann zurückgereist und wurde natürlich, weil er ordentlich vom Kaiser als König eingesetzt war, dort eingesetzt als König. Und ihr könnt euch vorstellen, was die erste Amtshandlung war. Alle seine Gegner hat er niedermachen lassen. Die, die in Rom waren, die ihn angeschwärzt haben und andere, die hat er niedermachen lassen. Kopf kürzer, quälen, wie auch immer. Das war seine erste Amtshandlung, als er zurückkam. Das ist der Hintergrund des Gleichnisses, das ich jetzt lesen werde aus dem Lukasevangelium, 19. Kapitel. Zuerst war in dieser Geschichte Jesus bei Zachäus, hat mit ihm gegessen, bei diesem Zöllner, hat ihm vergeben, hat ihm die Liebe Gottes gezeigt und dann fährt er weiter. Und dann sagt Lukas, alle Leute hatten gehört, was Jesus zu Zachäus gesagt hatte. Deshalb und weil Jesus nun auch schon nahe bei Jerusalem war, meinten sie, die neue Welt Gottes werde in allernächster Zukunft heranbrechen. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten, war ihre Hoffnung. Darum fügte Jesus noch ein Gleichnis hinzu. Er sagte, ein Mann von königlicher Herkunft reiste in ein fernes Land,
Dort wollte er sich zum König über sein eigenes Volk und Land einsetzen lassen und danach zurückkehren. Also das war das, was Archelaus gemacht hat, nach Rom gereist ist. Das ist eben der Hintergrund. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Diener, gab jedem ein Pfund Silberstück und sagte zu ihnen, treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich wiederkomme. Aber seine Landsleute konnten ihn nicht leiden. Die mochten ihn nicht. Deshalb schickten sie Boten hinter ihm her, die erklären sollten, wir wollen diesen Mann nicht als König haben. Als er nun König geworden war, kam er zurück und ließ die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte sehen, was sie damit erwirtschaftet hatten. Der erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund Silberstücke hat 10 weitere Pfunde eingebracht. Sehr gut, sagte der, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du in so kleinen Dingen zuverlässig warst, mache ich dich zum Herrn über 10 Städte. Der zweite kam und berichtete, Herr, dein Pfund Silberstücke hat 5 weitere Pfunde eingebracht. Der Herr sagte zu ihm, dich mache ich zum Herrn über 5 Städte. Ein dritter aber kam und sagte, Herr, hier hast du dein Pfund Silberstücke zurück. Ich habe es im Tuch verwahrt und immer bei mir getragen. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, das du nicht eingezahlt hast und du erntest, was du nicht gesät hast. Und zu ihm sagte der Herr, du Nichtsnutz. Du hast dir selbst das Urteil gesprochen. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dort hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen wiederbekommen. Dann sagte er zu den Umstehenden, nehmt ihm sein Pfund ab und gebt es dem, der die 10 erwirtschaftet hat. Sie wandten ein, Herr, der hat doch schon 10. Aber der König erwiderte, ich sage euch, wer viel hat, soll noch mehr bekommen, wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Und nun zu meinen Feinden, die mich nicht als König haben wollten, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Krass. Und die Leute haben gewusst, von was er redet. Die hatten in Erinnerung, was Archelaus angerichtet hat. Und die wussten genau, um was es geht. Und das ist ein Bild von dem, wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufrichtet. Das ist ein Bild. Und dann wird er abrechnen. Das passt irgendwie nicht so in das liebe Jesus-Bild, das wir haben. Den lieben Jesus, den lieben Papa mit langem Bart, der sagt, schon in Ordnung, hast missgebaut, mach weiter so, es wird am Ende alles gut. Dieses Gleichnis spricht eine andere, völlig andere Sprache. Und es ist kein schmeichelhafter Hintergrund, die Geschichte von Archelaus und seinen Brüdern für dieses Gleichnis. Das Leben, könnte man sagen, ist kein Ponyhof. Hätte Jesus vielleicht heute gesagt, das Leben ist kein Ponyhof. Es ist nicht nur eitle Freude. Es geht um mehr bei diesem Leben. Gott hat uns und jedem, der hier sitzt, inklusive meiner, jedem Gaben und Möglichkeiten gegeben. Jedem. Er gab, bevor er abreiste, 10 seiner Diener, das ist ein Bild für alle, jedem ein Pfund Silberstücke. Und er hat zu ihnen gesagt, treibt Handel damit. Und es ist wichtig, dass wir das hier sehen. Jesus sagt, treibt Handel damit. Wir dürfen das nicht verwechseln mit, ich muss irgendetwas jetzt stemmen und machen, ich muss mich anstrengen, ich muss irgendetwas leisten. Sondern die haben etwas bekommen, die haben etwas empfangen. Das ist ein wichtiger Aspekt, wir haben empfangen.
Und das, was wir empfangen haben, sollen wir lediglich vermehren. Es geht nicht um Stress und Druck und Leistung, wie wir es hier im Westen kennen, sondern es geht darum, dass wir das Empfangene vermehren, gut damit umgehen. Wer viel Geld empfangen hat, der darf großzügig austeilen. Wer die Gabe der Gastfreundschaft empfangen hat, der soll sie großzügig anwenden. Wer im Lobpreis begabt ist, der soll die Gemeinde mit ins Gotteslob nehmen, auch wenn es einen zweiten Anlauf braucht. Manchmal braucht das Lob zweimal oder dreimal Anlauf. Das ist ihre Aufgabe. Dazu sind sie begabt. Also wir dürfen nicht das Bild von der Leistungsgesellschaft, ich muss jetzt leisten, ich muss tun und ich machen. Tauscht, sagt er, tauscht, handelt, tut etwas mit dem. Und toll dabei ist natürlich dann nachher, dass das Ganze belohnt wird. Das gefällt uns auch nicht so, aber es wird belohnt. Der Erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund Silberstücke hat 10 weitere gebracht. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du so in kleinen Dingen treu und zuverlässig bist. Du hast etwas aus dem, was ich dir anvertraut habe, gemacht. Du hast es multipliziert. Und das war ja das Erste, dass wir sagen, Vater, wir danken dir und ich danke dir, dass ich grundsätzlich begabt bin, befähigt bin, beschenkt bin. Deshalb, Christian Schwarz sagt, wenn wir Gaben empfangen haben, dann haben wir Verantwortung. Und Christian Schwarz sagt, auf jede Gabe, die er nicht empfangen hat, trinkt er ein Glas Sekt. Mit denen muss er nichts anfangen. Also wenn ich an die Musiker denke, sage ich, Herr, ich danke dir, dass ich musikalisch nicht begabt bin. Denn sonst müsste ich mit dieser Gabe wuchern, üben, spielen, singen, mitmachen und noch predigen und noch, Halleluja, ich habe die Gabe der Musik nicht empfangen. Aber ich habe andere Gaben und Gott will, dass ich mit denen wuchere und diese Gaben einsetze. Die Frage ist nicht, und ist mir wichtig, die Frage ist jetzt nicht, was soll ich denn noch alles tun und noch alles für die Gemeinde tun und noch tun fürs Reich Gottes. Das ist nicht die Frage, sondern was mache ich mit dem, was mir anvertraut wurde? Wie verwende ich meine Zeit in meinem Leben? Wie setze ich die 168 Stunden in der Woche ein? Was mache ich mit dieser Zeit? Das würde bedeuten, ich muss ab und zu mal überlegen, lebe ich meinen Gaben entsprechend, bringe sie ein, setze sie ein im Sinne Gottes oder lebe ich nur für mich? Und Gaben, die man empfangen hat, einzusetzen, macht in der Regel Freude, zu 80%. Einem selber und den anderen auch. Und wenn es den anderen keine Freude macht und dir nicht, dann darfst du ziemlich sicher sein, dass es nicht deine Gabe ist. Dann wärst du vielleicht gern so, du würdest gern das machen. Johann Jäger, den habe ich heute Morgen getroffen, der ist mir immer wieder eingefallen. Der Johann ist heute da. Die Christa schreckt schon auf, ist mit ihm abgesprochen, Christa. Also. Der Johann hat besondere Gaben und der Johann geht in den nächsten Jahren in Rente und er will seine Gaben einbringen. Mehr, weil er dann mehr Zeit hat. Johann, komm mal vor. Johann kann ja so gut erzählen, deshalb habe ich gesagt, er soll selber erzählen. Johann, du bist im Gottesdienst von den Gideons besonders angesprochen worden. Ja. Genau. Was hat dich so erreicht dort? Es war so. Ich halte es. Wir waren im Gottesdienst in der Lindenwiese und da war ein Beauftragter aus Friedrichshafen und er hat die Gideons vorgestellt, was sie alles machen und wo sie überall im Einsatz sind. Und das hat mich sehr berührt und ich habe mir nachgedacht, ob ich nicht auch in solchem Dienst machen könnte, wenn ich jetzt bald in Rente gehe und irgendwie meine Zeit
nützlich einsetzen könnte für diese gute Sache. Und was waren die Gideons, Johann? Die Gideons, ich muss zurückkommen noch so vor zwei, drei Wochen später, als der Mann aus Friedrichshafen da das vorgestellt hatte, hatte ich einen Mann kennengelernt, einen Geschäftsfreund, und er war irgendwie in der Vorstandschaft von der Gideon-Gesellschaft, und er hat mich aufgeklärt über diese Institution, was sie alles machen und wie sie die Bibeln verteilen, und das hat mich so berührt, dass ich so begeistert war, dass ich da auch einsteigen möchte bei dieser Gesellschaft. Das gehört so, also wir sind da Mitglied geworden, meine Frau ist auch dabei. Und wir treffen uns und da wird das besprochen, wie die Bibel, die kriegen wir geliefert, und jetzt nehme ich sie immer mit, auch jetzt schon bei meiner Tätigkeit als Händler, und ich habe so viel Leid gesehen und auch Leute, wo, die kriegen alle schlechte Nachrichten immer. Die Zeitung ist voll auch schlechter Nachrichten, und ich habe immer ein Buch unten im Sitz drin und da steht drauf die gute Nachricht. Und das war mein Hauptantrieb, dass die Leute auch die Bibel kriegen und sich auch damit beschäftigt, und die freuen sich auch, wenn sie etwas geschenkt kriegen. Das geht uns allen so. Wenn ich irgendwo was geschenkt kriege, dann freue ich mich. Das habe ich schon gelernt, und das hat jedes Kind. Hat eine Freude, wenn sie etwas geschenkt kriegt. Und für mich ist es immer eine besondere Freude, wenn die Leute noch auch sagen, ja, und wenn sie mir versprechen, dass sie auch da drin lesen und dass sie da Kraft schöpfen draus. Und dann fragen sie mich immer, ja, warum machst du das eigentlich? Und ich sage, ja, das ist genau das Buch, wo ich Kraft schöpfe draus und wo ich einfach Motivation draus finde, dass das einfach wertvoll ist. Und das ist mein Antrieb, dass die Leute viel gute Nachrichten kriegen und weniger schlechte Nachrichten. Gut. Und was motiviert dich dazu, das zu tun, Johann? So grundlegend. Weil ich durch diese guten Nachrichten und durch das, was ich in der Bibel gelesen habe und was mich da schon so viel trägt hat in meinem Leben, dass ich dann da meine ganze Hilfe und meine ganze Motivation auf Jesus gelegt, und er hat mir schon so viel mal geholfen und auch uns als Familie, dass wir da einfach viel Kraft gekriegt haben durch Jesus. Und weil er ist ja für uns ans Kreuz gegangen, und da haben wir einfach wahnsinnig Kraft geschöpft, und das ist mir Motivation, um das den anderen Leuten weiter sagen, dass sie auch Kraft schöpfen und vielmal in der trostlosen Welt, wo ist und alles ist niedergeschlagen, und einfach die gute Nachricht, die muss verstärkt unter die Leute gebracht werden. Danke, Johann. Ja. Danke. Ich habe eine Abschlussarbeit gelesen von jemandem, eine Masterarbeit. Und als ich die gelesen habe, habe ich immer wieder an Johann gedacht und an unser Gespräch. Und in der Arbeit, und das betrifft mich so in naher Zukunft und manche vielleicht hier im Raum, in der Arbeit hat der Absolvent geschrieben, in Zukunft wird den rüstigen Rentnern eine besondere Bedeutung im Bau des Reiches Gottes zukommen, weil die jungen Familien, die sind so belastet und müssen so viel arbeiten, sind vernetzt, weltweit unterwegs, haben so viel Druck. Und die können das nicht mehr so stemmen. Deshalb werden in Zukunft rüstige Rentner wie der Johann, werden in Zukunft eine größere Rolle spielen als bisher. Und ich habe dann gedacht, als ich es gelesen habe, ach nein, 7 Jahren komme ich in Rente. Und dann habe ich mit einem Freund darüber geredet, über meine Zukunft.
Und ich habe gedacht, ich beginne jetzt so langsam zurückzuschrauben. Und dann sagt er zu mir, du fährst bis 7 Jahre, fährst du voll durch, regelst die Nachfolge. Dann kannst du das, was du jetzt gern so halb tun würdest, ehrenamtlich für die Gemeinde tun. Tu das. Das ist echt verrückt. Und da kommt einiges auf uns zu. Und ich finde schön, die Motivation vom Johann ist nicht Angst oder ich muss, sondern weil Jesus ihn so reich beschenkt hat. Deshalb will er mit dem, was er empfangen hat, auch handeln und Handel treiben. Egal, was wir empfangen haben, Gott will, dass wir es einsetzen. Am Dienstagmorgen haben wir im Moment Leute, die von Live Life hier wohnen und hier ein bisschen Struktur in den Alltag bekommen, um hier dann zu arbeiten. Inzwischen haben wir 2 Freiwillige, die jeden Dienstagmorgen auch kommen und hier einfach mitarbeiten, in Gemeinschaft mitarbeiten, weil sie sagen, ich habe Zeit in meinem Leben. Das ist das, was ich im Moment habe, einiges an Zeit und die will ich einsetzen fürs Reich Gottes. Darum geht's. Wenn wir Handel treiben, das, was wir empfangen haben, sinnvoll einzusetzen. Man könnte das folgendermaßen aufzeichnen. Ich sage immer dazu, was ich zeichne, dass ihr es erkennen könnt. Das ist auch nicht meine Gabe, das ist ein Dreieck. Kein gleichschenkliges, aber ein Dreieck. Hier oben ist Gott. Der Vater, der König. Hier unten sind wir als Beschenkte. Begnadigt. Seine Kinder. Und hier ist unser Tun. Hier ist unser Tun. Und die Frage ist, und das Ideale ist, wenn es so läuft, Gott hat uns beschenkt, er hat uns begnadigt, er hat uns begabt. Und die größte Gabe ist das ewige Leben, wenn wir es annehmen. Und aus Dankbarkeit entsteht daraus ein Tun. Aus Dankbarkeit entsteht daraus ein Tun. Und alles andere ist Religion. Wenn wir sagen, hier, das Erste ist das Tun, um Gott gnädig zu stimmen, um das zu empfangen. Das ist Religion. Wir müssen Gott gnädig stimmen, um das zu empfangen. Das Entscheidende ist, dass wir realisieren, wir sind beschenkt, begnadigt, begabt. Das sind wir. Durch Jesus, Kinder Gottes. Und weil wir darüber eine große Freude haben, beeinflusst das unser Tun. Aber nicht umgekehrt. Tun, um Gott gnädig zu stimmen, um beschenkt zu werden. Und ich glaube, viele bewegen sich in diesem Dreieck so herum, statt so herum. Und dann ist es mühsam und dann ist es anstrengend und dann heißt es ja, soll ich das auch noch tun? Ist Gott denn nie zufrieden? Eigentlich handle ich aus einer tiefen Dankbarkeit heraus. Worüber ist Gott stinksauer? Was macht denn den Herrn hier so sauer in diesem Gleichnis? Was regt ihn so auf, dass er Dinge tut wie dieser Archelaus? Und wir lesen in diesem Gleichnis, der dritte Knecht hatte das Geld nur aufbewahrt. Das, was er empfangen hat, hat er nur aufbewahrt. Ich hatte Angst vor dir. Er sagt, Angst, ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, das du nicht eingezahlt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Das ist dein Bild. Der da oben ist ungerecht und streng und unberechenbar. Vor dem muss man Angst haben, sagt er. Und zu ihm sagt der Knecht, du Nichtsnutz, du Taugenichts, du Pfeife, was immer wir sagen würden.
Du hast ja selbst das Urteil gesprochen. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Und dann sagt er zu ihm, warum, das ist wichtig, warum hast du dann mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Wenn du schon Angst hast vor mir, warum nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dort hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen wiederbekommen. Und dann sagte er zu dem Umstehenden, nehmt ihm sein Pfund ab und gebt es dem, der die 10 erwirtschaftet hat. Wieso ist der König hier so sauer? Wieso? Weil er nichts geleistet hat, der andere? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die innere Haltung. Die innere Haltung dieses Mannes, die sich hinter dem Nichthandeln verbirgt. Seine innere Haltung. Der Auftrag seines Herrn ist ihm eigentlich egal. Er schiebt die Furcht vor als Grund für sein Nichthandeln. Hätte er, denn er widerspricht sich hier selber, hätte er Angst gehabt, hätte er das Geld auf die Bank gebracht. Denn er sagt ja als Begründung, du hebst Geld von der Bank ab, du kassierst Zinsen, wörtlich, von Geld, das du nicht eingezahlt hast. Das hat er also gewusst. Er hat gewusst, wenn ich es auf die Bank gebracht hätte, hätte der Zinsen bekommen. Und das will ich nicht. Ich mag den nicht. Das ist das Hauptproblem. Der hier mag den nicht. Er verabscheut ihn. Er gönnt ihm nicht, dass er das Geld, das er ihm anvertraut, dass das vermehrt werden würde. Und deshalb spricht er sich hier selber das Urteil. Die Haltung, die sich dahinter verbirgt, ist sein eigenes Urteil, das er sich spricht. Letztendlich macht der dritte Knecht Gott selbst für sein eigenes Handeln verantwortlich. Er rechtfertigt sich, statt, und das wäre die Lösung hier, statt zu seiner Schuld zu stehen und um Vergebung zu bitten. Was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, es tut mir leid, ich mag dich nicht und ich habe deshalb das Geld nicht einmal auf die Bank gebracht. Und wir kennen die alte Geschichte Adam und Eva. Die Eva wird von der Schlange verführt, der Adam von der Eva, dann kommt Gott. Und was sagt Adam zu Gott? Ich nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Eigentlich bist du selber schuld. Hättest du mir keine Frau gegeben, wäre das Elend nicht passiert. Und genau das geschieht hier. Er schiebt ab und sagt, du bist ein strenger Knecht. Aber eigentlich mag er diesen Gott. Mag er nicht, er mag seinen Herrn nicht. Und das ist das, was wir in dem Gleichnis lesen. Sie wollten nicht, dass dieser Archelaus Herr wird in ihrem Land, in ihrer Provinz. Das ist das tiefer liegende Motiv. Wir wollen nicht, dass Archelaus Herr wird und wir wollen nicht, dass Jesus Herr ist in unserem Leben. Letztendlich will der dritte Knecht sich Gott nicht unterordnen. Auch die Leute von Judäa wollten sich Archelaus nicht unterordnen. Und da müssen wir uns natürlich fragen, ganz ehrlich fragen, wenn ich mich nicht einbringe mit meinen Gaben diene, was ist denn das Motiv? Was ist das Motiv? Also ich würde mich einbringen, aber die Gemeinde ist ja schon ein bisschen komisch. Gott, wenn du die anders gemacht hättest, dann wäre es anders. Und ich würde mich ja am Eheabend mit einbringen, wenn. Und ich würde dann, wenn, und. Das Gleichnis hinterfragt ganz radikal unsere Motive für unser Nichthandeln, wo es angebracht wäre. Letztendlich ist das Ganze eine Beziehungsangelegenheit. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und uns. Bin ich bereit, diesen Gott als König anzuerkennen? Es geht nicht darum, dass einer halt nichts getan hat.
sondern es geht um das Motiv. Und dann kommen wir zum jüngsten Gericht. Und dort ist genau dieser Punkt entscheidend. Wir wollen diesen Mann nicht als König haben. Wir wollen diesen Jesus nicht als König haben. Den wollen wir nicht. Man redet nicht gern über das Gericht. Das ist unmodern. Tut man nicht mehr. Das war noch vor 50 Jahren und 30 und 20 einfacher. Da waren noch die Höllenprediger. Aber über das Gericht reden wir heute gar nicht mehr. Nach was wird Gott urteilen? Letztendlich und zutiefst wird er danach fragen, wie unsere Beziehung zu ihm war, unsere innere Haltung ihm gegenüber. Er wird uns fragen und sagen, Thomas, durfte ich Herr sein und darf ich Herr sein in deinem Leben? Darf ich das? Das ist die entscheidende Frage. Die Antwort auf das Gleichnis ist nicht primär, jetzt krempeln wir aber die Ärmel hoch und jetzt packe ich an, sondern ich muss mir erstmal wieder neu meines Status bewusst sein. Wer bin ich in Gott? Wie reich bin ich beschenkt? Und wie sieht meine Antwort darauf aus? Dass ich sage, ich will das, was ich empfangen habe, verwalten und damit tun und lassen, wie ich will und was ich will. Ich will mit meinem Geld umgehen, wie ich will, und mit meiner Zeit umgehen, wie ich will, mit meinen Gaben, wie ich will. Oder bin ich bereit zu sagen, Gott, du hast mich reich beschenkt. Reich beschenkt, reich beschenkt. Und das ist meine Antwort, dass ich als Rentner unter die Gideons gehe. Oder ob ich sage, als Rentner lasse ich alle Viere von mir hängen und mache gar nichts mehr. Finde ich krass. Das ist halt die innere Haltung. Die innere Haltung hat immer Auswirkungen auf unser Tun. Wir werden hier manchmal, sind wir ein bisschen verschrien, wir würden das Tun zu sehr betonen. Wenn das Tun aus dem rauskommt, ist es gut. Aber wenn das Tun daraus entsteht, dass wir sagen, wir stimmen Gott gnädig, dass er uns beschenkt, dann ist es Mist und dann ist es Murks. Aber unsere innere Haltung und unsere Bereitschaft, uns Gott zu unterstellen, zeigt sich halt an unserem Tun und wird irgendwo auch dort gemessen. Die tiefer liegende Frage lautet, auf welcher Seite stehst du? Und als Archelaus zurückkam, war das die entscheidende Frage für seine Leute. Nicht, was sie erwirtschaftet haben, sondern kann ich mit eurer Loyalität rechnen oder nicht? Das war die Frage. Seid ihr loyale Bürger oder nicht? Viele kennen das Gleichnis von den beiden Söhnen im Lukasevangelium im 15. Kapitel. Der eine Sohn, der in ein fernes Land reist, all das Empfangene auf den Kopf haut, regelrecht auf den Kopf haut, sein ganzes Erbe, am Ende bei den Schweinen landet, zurückkommt und sagt, Vater, ich bin an dir schuldig geworden, an Gott und an dir. Und er empfängt die Vergebung, es wird ein rauschendes Fest gefeiert. Der andere Sohn, der passt genau in diese Geschichte, der andere Sohn, der ältere, der daheim bleibt, sagt, so eine Schweinerei, der geht weg, haut alles auf den Kopf, kommt zurück und wird wieder als Sohn eingesetzt. Und ich habe all die Jahre wie ein Idiot für dich geschuftet. Und mir hast du nicht einmal ein Fest gegönnt, ein Lamm, ein Glas Wein, nichts. Und dann sagt der Vater zu ihm, Teknon, mein Junge, alles, was ich habe, gehört dir. Du hättest feiern können, du hättest Feste feiern können, du hättest das Leben genießen können. Aber er hatte so ein verkorkstes Bild. Schuften und Arbeiten und Machen ist angesagt. Und er hat es überhaupt nicht gecheckt, dass der ein guter König ist. Auf welcher Seite stehe ich und wie bringe ich das zum Ausdruck? Das ist die entscheidende Frage, die dahinter steckt. Warum? Zum Schluss, warum erzählt Jesus so ein brachiales Gleichnis? Warum? Warum so brutal? Warum sind die Leute so erschrocken damals, weil sie das
Massaker von Archelaus im Hinterkopf hatten. Warum so ein brachiales Gleichnis? Es gibt eine Autobahnkampagne, die ist auch brachial. Tipp, tipp, tot. Tipp, tipp, tot. Marie, 38, abgelenkt durch eine SMS, tot. Wenn man auf die Autobahn fährt und so ein Schild sieht, will ich nicht sehen, ist brachial. Und dann sage ich, ich habe doch auch schon ein paar Mal WhatsApp empfangen. Und es ist immer gut gegangen, ist immer gut gegangen. Diese Kampagne hier, die will uns letztendlich wachrütteln. Tipp, tipp, tot. Kann man sich merken, tipp, tipp, tot. Die will uns wachrütteln. Und ich glaube, Jesus hat nichts anderes im Sinn, zu sagen, bitte werdet wach, bitte seid achtsam, bitte seid wachsam, damit es kein böses Erwachen eines Tages gibt. Ich will nicht, dass es ein böses Erwachen gibt. Lebt achtsam und lebt wachsam. Und dann ist das, dass er das so brachial erzählt, aus Liebe erzählt. Und es ist Liebe, denn er will, dass nicht einer verloren geht, nicht einer. Das will er nicht. Und aus Liebe wendet er manchmal auch so ein brachiales Stilmittel an. Liebe, und das sagt das Gleichnis auch, gibt Freiheit. Es wird niemand zwangsbekehrt. Und es wird niemand zwangstransformiert in Gottes Reich hinein. Und es ist eine Illusion zu denken, ich lebe hier, wie ich will, mach mit dem, was Gott mir überreich beschenkt hat, was ich will, und es ist mir scheißegal, was Gott denkt. Am Ende werde ich schon irgendwie ins Reich Gottes reinrutschen und zwangstransformiert. Gott wird niemand zwangstransformieren. Wir haben hier die Entscheidung zu sagen, Gott, du bist mein König. Und du bist mein Vater und du bist ein liebender Vater. Wir werden nicht zwangsbekehrt. Das hat man im Mittelalter manchmal gemacht und das taugt nichts. Und darunter leidet Gott, dass Menschen ihm den Rücken kehren und dass sie ihre Gaben nicht einsetzen zum Wohl der Allgemeinheit, der Welt, dass Friede werde auf dieser Welt. Und das ist Freiheit. Freiheit und Freiwilligkeit. Jeder kann wählen, jeder kann entscheiden. Ich glaube, dass hinter dem eine tiefe Sehnsucht steckt von Jesus, dass möglichst alle Menschen ihm vertrauen. Wenn er hier ist jetzt, würde er sagen, ich wünsche mir so, dass ihr mir alle vertraut und euren Lebensweg mit mir geht. Ich wünsche mir so, dass ihr die Vergebung annehmt, all das, was ich euch schenke, ich wünsche es mir so. Und lasst euch davon berühren und dann und dann handelt aus Dankbarkeit heraus. Er will alle in seiner neuen Welt begrüßen. Und er will, dass der Friede, den er uns schenkt, und die Liebe, die er uns schenkt, jedem, er will, dass das jetzt gelebt wird, dass es besser wird, wie es der Johann gesagt hat, auf dieser elenden, kalten, harten Welt, dass es besser wird. Dass mehr Liebe hineinkommt in diese Welt. Das wünscht er sich so sehr, so sehr. Und ich kann es nachverstehen, menschlich gesprochen, wenn man so überreich beschenkt ist und das nicht einsetzt zum Wohl aller, dass dann Gott sagt, du hast deinen Weg gewählt hier auf der Erde. Ich durfte nicht dein König sein. Ich durfte nicht dein König sein. Jetzt kommt die neue Welt Gottes, das ewige Leben. Und da können die nicht sein, bei denen ich nicht König sein darf. Und weshalb nicht? Weil sonst ging es Elend gerade so weiter. Es ging gerade so weiter. Und Gott wird niemand zwangstransformieren. Niemand. Und wenn er noch so leidet und ans Kreuz geht für uns, so leidet er darunter. Aber er wird niemand zwangsbekehren. Da sind wir gefragt, und uns dann berühren zu lassen. Was berührt euch Einzelne am stärksten? Berührt euch am stärksten, dass ihr beschenkt seid
und sagt, wir haben wirklich einen guten Vater. Ich bin begnadigt, ich bin begabt, ich bin sein Kind, ich bin beschenkt. Halleluja, vielen Dank, Vater, das bin ich. Ich bin dein Kind in deinem Königreich, das bin ich. Das ist meine tiefste Identität und dafür bin ich endlos dankbar. Und weil das so ist, werde ich dementsprechend leben. Weil das so ist. Oder spricht er mich an und ich denke, nein, ich will ihn nicht als König haben. Oder das Tun regt mich auf. Wir werden jetzt in den Lobpreis einsteigen. Wir werden Lieder singen wie, you are a good, good father. Du bist ein guter Vater und ich bin geliebt von dir. Denn hier müssen wir ansetzen. Hier. Und nicht hier, hier. Und sagen, Gott, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Das soll mein Herz berühren und zum Tun führen. Das ist das, was Gott will und von uns erwartet. Und dass wir keine faulen Ausreden haben für unser Nichthandeln. Gott segne euch ganz, ganz reich und berühre auch jetzt in der Lobpreiszeit unser Herz. Ich gehöre mit dazu. Amen.